Buenos días, amigos, und herzlich willkommen von euren beiden feurigen Typen aus Spanien. Denn wir machen heute ein frisches, klassisches Sommergericht aus Andalusien. Und wir können es schnell machen, denn die Suppe kann nicht kalt werden. Die ist ja schon kalt. Wir machen eine Gazpacho. Wir machen heute eine Gazpacho. Es gibt auch nichts Schöneres, wie wenn die warme Zeit jetzt kommt und dann sitzt du auf deiner Terrasse, dem Balkon, draußen, wo auch immer, und dann hast du diese knüppelkalte Suppe, die total gesund ist. Richtig, denn es kommt nur Gutes rein. Nur Gutes. Unter anderem Gurken. Also, wir haben geschälte Gurke, dann habe ich hier vorne ein bisschen Zwiebel, dann habe ich Knoblauch. Darf nicht fehlen. Müssen wir dazu geben. So ein bisschen Paprika geben wir mit dazu. Einfach auch hier einmal so. Grob rein. So, und dann, was ich immer dazu gebe, um eine schöne Konsistenz zu bekommen, plus die Temperatur auch direkt runterzuholen, ist Eisklümpchen. So, guck mal, die geben wir schon mal mit dazu. Macht nie alle rein, sondern gebt immer noch 3, 4 auch nachher in den Gin Tonic. Das ist wichtig. So, Eiswürfel haben wir drin. Dann hast du eine kleine bisschen, Brühe. Genau, klein bisschen Gemüsebrühe. Hier kann man natürlich auch ohne Probleme eine Fleischbrühe oder was nehmen, wenn du möchtest. Ein klein bisschen Olivenöl. So. Sehr schön. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist, du brauchst Säure. Säure ist was ganz Wichtiges. Also einfach nur hier. Säure im Auge ist was ganz Wichtiges. Aber wo Säure rein muss, muss auch ein bisschen Süße rein, ein bisschen Zucker. Wie viel streuen wir rein? So ein bisschen. Zack, 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 zack. Ja, so ist gut. Zack, gut. So, Salz, Pfeffer. Und was fehlt noch? Was ist das Wichtigste in der Gazpacho? Die Tomaten. Die Tomaten. Und siehst du Tomaten? Ich sehe keine Tomaten. Ich nehme immer Tomatensaft. Weil der wurde eingemacht, wo die Tomate die Hochzeit hat. In der Form ihres Lebens war In quasi. Der Form ihres Lebens, also wo die wirklich den besten Geschmack hat. Okay. Deshalb, wenn du außerhalb dieser Zeit eine Gazpacho machen möchtest, ich empfehle wirklich immer Tomatensaft, dann bekommst du wirklich eine ganz, ganz tolle, schöne Konsistenz und Geschmack auch hin. Okay. Salz, Pfeffer, hast du schon angemacht? Habe ich rein? Ja, sind wir soweit? Ja, können wir diese einmal Maschine anschmeißen? Zack, ja, man kann es, genau. Zack, einmal mit ein bisschen Gewalt. Erdbeer. Okay. So, komm mal, jetzt machen wir höher einmal. Willst du mich noch, dass wir noch weitermachen? Ja? Ein bisschen. Wenn der Deckel abfliegt, siehst du, dass ich fertig bin. Stopp! Das ist so, guck mal, und jetzt, was ich immer mache, ist, du hast tatsächlich gesagt, guck mal, wie fest du den Deckel drauf gehauen hast. Ja, wir sollen ja nicht raus. Du hast gesagt, ein bisschen Eis noch für den Gin Tonic. Mhm. Ich nehme ein bisschen Eis immer noch für die Gazpacho selber, weil du dadurch, die schmeckt wirklich nur, wenn die Knüppel kalt ist. Mach rein, ich mache nochmal Deko, pass auf. Warte, jetzt bin ich auch mal, das Auge isst ja auch ein bisschen mit. Ja, ne? Du füllst die Gazpacho ein. Ich bin aufgeregt. Ihr könnt derweil schon mal den Grill anmachen. Denn es ist ja wirklich wunderbar, wenn man so als kleiner Start in so einem Grill ab. Oh, guck mal hier, Alter. Jetzt kommt so, kann ein bisschen, noch hier ein bisschen Olivenöl drauf. So. Und dann mal einen gesunden und gemütlichen Start in euren Grill ab. Gazpacho. Die Gurke macht's. Ach, das ist geil, oder? Siehst du, wie ich von innen reinige gerade? Weil das so gesund ist. Du siehst wirklich, du siehst, wie... Das machen wir so gesund, aber nicht nochmal nächste Woche.